Yo, 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 was geht? Ich entschuldige mich erstmal für den kleinen Fauxpas am Ende des letzten Videos. Der Controller ging nämlich aus, Batterie war alle. Ich kann mich aber nicht erinnern, irgendwie eine Infonachricht bekommen zu haben. Die werde ich aber definitiv erhalten haben, das macht die Konsole eigentlich immer. Auf alle Fälle, der Controller ging aus, weswegen der Sound nicht mehr über die Kopfhörer ging, sondern über den Fernseher. Und auf einmal war es so scheiße laut hier und das war ja relativ früh, beziehungsweise 1, 2, irgendwas war es gewesen. Und ja, hier meine Frau und mein Kind, die schlafen natürlich noch. Aber auf einmal der Fernseher halt richtig laut. Halt die Geräusche von Amnesia halt mega laut. Deswegen musste ich das einfach mal schnell unterbrechen, hab schnell alles ausgemacht. Hoffe, es ist okay für euch. So, wir hängen immer noch in der Scheiß-Kanalisation rum. Und ich möchte mich erstmal für alle Abonnenten bedanken. Mega, mega nett von euch. Jetzt bin ich schon bei Nummer 9. Ach, scheiße. Gleich wieder Schmerzen zufügen. Nee, super, super geil. Danke. So, wir gucken einfach mal, wie wir jetzt weiterkommen. Ja, wir sind eigentlich schon jeden Weg lang gelaufen. Was bleibt, ist nur noch der Weg mit der Hängebrücke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier kommen die Dampfrohre. So, überall ist Licht aus. So. Ich sehe jetzt noch Licht dort, wo die Hängebrücke ist. Also kann der einzige Weg sein. Ja, scheiße. Wie komme ich denn hier hoch? So, da kommen wir. Knack, knack, knack und back. Ja, die sind Steine, also. Die lagen nirgendwo Steine bisher rum. Keine Ahnung. Also wir haben alles gemacht. Wir haben jeden Hebel aktiviert, wir haben alles gemacht. Mal gucken, vielleicht muss man irgendwie. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es damit klappt. Wäre zu stupido. Okay. Gut. Richtig dumm. So, oh, nein, 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 nein. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so klappt. So, oh, geil. Das ist bestimmt der letzte Hebel. Wir lesen erstmal kurz, was da drin ist. August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all. I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping it. Ja, also man hört die ganze Zeit immer hier von Potenzial, beziehungsweise die Kugel hat so eine Macht oder macht irgendwas. Davon, die berichten davon gar nichts. Also die berichten nicht irgendwie so, oh, dann kann man Menschen zu Pudding verarbeiten oder so. Dafür jagt dann halt der Schatten. Nein, man berichtet halt nur über den Schatten. Also ein bisschen blöd, da man nicht genau erfährt, was die Kugel eigentlich macht, was die Kugel eigentlich kann oder so. Ey, Trophäe, Rohrleitungsbau. Seht ihr leider nicht. Aber ich. So, zack. Geil, so, jetzt gucken wir mal, der Wasserbehälter, ob da sich jetzt was verändert hat. Tangle Bob ist unterwegs. Ich hoffe, dass heute meine S-Laute nicht so zischen. Ich habe kein Profi-Mikro, jedenfalls derzeit noch nicht. Da hoffe ich, dass weswegen ich da natürlich keinen richtig guten Klang habe. Aber ich hoffe, dass ich diesmal nicht so diese S-Laute hatte wie beim letzten Mal. Ja, komm schon. Meine Güte. Ach, guck mal, jetzt ist hier auch über diese rote Schlange hier. Schade, dass man das Monster nicht sehen kann. Würde ich gerne mal irgendwie mal so zwischendurch sehen. Und dann hier lang. Jetzt wieder. Zack, die Wohnung. Die Stimme ist nicht mehr zu hören. Ach, guck mal. Das war bestimmt das Vieh, was da drin war.
Jetzt müssen wir zum Ausgang entwickeln. So, jetzt lasst uns mal nachdenken. Wir machen das. Wir sind ja eigentlich durch mit allen hier. Ich glaube, das Wasser draußen läuft jetzt so, dass wir da irgendwie entweder in den Keller da können, da wo das Wasser alles versperrt hat, oder eben die zweite Brücke runterholen können. Wir riskieren es einfach mal. Mega. So, jetzt darüber. Scheiße, wie komme ich denn da hoch? Ich muss erstmal die Treppe füllen, bevor ich runterspringe. Nein! Richtig dumm von mir. Ja, war ich da schon. Aber da kam ich ja nicht lang. Da ist mein Arschloch. Jetzt. Oh, das gibt's nicht. Lauf doch mal hin. Was soll denn das? Ey, warum läuft der denn nicht da lang? Das ist doch so eine Kacke. Lauf, Engel, lauf. Ey. Ist das ein Kack, ey. Wusa. So, jetzt muss ich erstmal einen Pissweg finden, wie ich da hochkomme jetzt. Also da, wo ich jetzt lang gelaufen bin, komme ich hier anscheinend nicht hoch. Das ist nervenbelastend. Dass der sich auch immer wehtut, wenn man da runterspringt. Jetzt ist alles offen, oder wie? Verstehe ich auch nicht. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Ey, hallo! Oh, ey. Ich krieg gleich einen Anfall hier. Da war nichts und ich krieg hier Schaden. Oh. Das macht mich wirklich wütend, so, gell? Zweite Treppe da oben, meine ich. Die Faxen, die gehen. Ja, erstmal gucken. Klick, 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 klick. Daniel, ich will ein Spiel spielen. Echt, das ist eigentlich normal. Nee. Braucht man nicht immer nachfüllen. Oh, der Weg ist frei. Okay. Oh, was ist das denn jetzt schon mal für ein Piss? Ja, gehe ich jetzt einfach drauf. So, was steht jetzt hier? Eine Wunde blutet ziemlich stark. Ja gut, dann sterben wir jetzt hier einfach. Das sind bestimmt irgendwas hier, weiß nicht, in dem Brief hat der gelesen, vorgesagt. Wenn die Leitungen hier irgendwie frei sind, das Wasser weg ist, dann sind irgendwelche Scheißpilze. Das wird das wahrscheinlich sein. Alles klar. Dann holen wir uns die zweite Etage runter. Boah, ist das nervig. Ich will doch nur spielen. Ich tue doch nichts. Die Brücke stecken gehen und muss angehoben werden, um sie wieder freizukommen. Wie denn anheben, bitte? Mist, verdammte Axt. Ich glaube, in der Kanalisation mussten wir halt sterben. Das war, glaube ich, so vorgesehen. Du hast gesehen, oben den Weg, wo es ja zu dem Ausgang ging, den konnten wir nicht lang, weil dort so ein Schleim versperrt hat. Weil dort so ein Schleim uns den Weg versperrt hat. Und hinten, da wo ich lang gerannt bin, da kamen wir noch nicht hoch. Von daher denke ich mal, war beabsichtigt, dass man da stirbt. Dafür bin ich ja nur dumm.
Okay, krass. Das ist ja krass. NBA 2K. So, wie dumm. Oh Gott, ist das behindert. Alles klar. Auf geht's hier. Leichenhalle. Oh, jetzt kommen wir da, wo es richtig schön ist. Vielleicht sieht man sogar ein paar Leichen. Boah. Aber ich glaube nicht. Obwohl doch, wir hatten letztens auch eine Leiche, ne? Stimmt, das war die erste, glaube ich, die wir gesehen haben. Alright, willkommen in der Dunkelheit. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Du hast das Richtige getan. Ob denn er jetzt welche umgebracht hat? Vielleicht ist er auch derjenige, der die Leute hergelockt hat oder so. Man weiß es nicht genau. Wir gucken mal, auch schöne Blutspur hier am Boden. Uiuiui, ui, was ist hier denn los? Uiuiui, uiuiui. I hear you breathing, Daniel. Ich glaube, das ist nicht immer eine Totenstarre und kann nicht älter als ein Tag sein. Krass. Kann ich hier mit irgendwas machen? Schlitzchen auf, Schlitzchen auf. Zack, zack, zack. Okay, zum Beispiel damit könnte man auch die Monster töten, aber kann man nicht. Süß. Oh, was ist das denn? Kann ich nicht genau erkennen. Zwei tote Ratten wahrscheinlich. Gut, gut, gut. Wirkt doch schon mal alles ein bisschen einladender hier. Noch ein bisschen lesen. Okay, gut, dann sind es tatsächlich diese Pilzsporen, die uns den Weg die Treppe runter versperren. Oh, noch ein Brief? Nee. Doch, Mann, Kacke. Und nochmal eine kleine Einwände. Gut, wer auch immer jetzt Agrippa schon wieder ist. Ich erinnere mich, dass wir davon irgendwann gelesen haben. Ich glaube, in einer ersten Folge oder irgendwas gehört haben. Aber ich kann es gerade überhaupt nicht zuordnen. Wer ist Agrippa? Oh. Oh, da. Hier nochmal. Nein, hier gibt es ja so viel. Oh, was hier? Der Impfsturm. Spritze Blutes. Das heißt, wir werden irgendwo eine Spritze finden müssen und müssen dann wahrscheinlich Blut injizieren. Na gut, ich weiß ja nicht, ob das einer. Warum ist er tot, wenn er wenn er geimpft ist? Wäre jetzt schwachsinnig. Boah, wie geil ist das denn? Cool. Okay, ich meine, oh Gott, ich bin total geschockt. Ach du meine Güte. Ach hier, Schatzmeister, guck. Irgendeine Schnecke, aber keine Kakerlake. Irgendwas wird es sein. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Wurm? Ich weiß nicht. Ja, Leute. Ich
bin jetzt beschäftigt, mache einfach mal Cut für die nächsten 10 Minuten. Nein, Spaß. Denselben wird zweimal bringen, ist langweilig. Nee, aber ich bin wirklich geschockt. Hier ist, oh mein Gott, wie krank. Oh mein Gott, und da auch, oh mein Gott. So, irgendwas finden wir. Hallo. Schönen guten Tag. Zeit für Ihre Darmspiegelung. Zack, zack, zack. Okay, muss doch irgendwas geben. Es wäre sinnfrei, hier rumzuhängen, wenn es so nichts gibt. Schade, dass die Geräusche sich nicht verändern. Ja, ein bisschen lauter ist es, wenn man auf den rumspringt. Ansonsten kein Unterschied. So, was haben wir da? Pilze. Schade, nur eine Blume. Gut, ich denke mal, hier ist nichts von Interesse für uns. Drum geht's weiter. Zurück hier. Tür zu machen. Dann gehen wir hier rein. Hallihallo. Oh, hier geht's ja auch weiter. Im Duschraum. Alter, ihr müsst ja richtig viel Spaß gehabt haben, Leute. Ihr müsst ja richtig viel Spaß gehabt haben. Die schlafen und die sind gar nicht tot. Die hatten bloß eine richtig, richtig wilde Orgie hier drin. Hier sind vielleicht doch nicht eine Orgie aus der Bar. Nichts zu finden. Was hat denn das jetzt für einen Sinn hier? Leichen en masse zu finden. Aber die Leichen kann ich auch nicht berühren. Ne? Die andere Leiche konnte ich, da kommt das Handsymbol, dass man da auch was machen kann. Das kommt bei denen nicht. Also irgendwas wird auf alle Fälle mit der Leiche drin sein. Und was es ist, werden wir rausfinden. Totenstarren kann nicht älter als ein Tag sein. Das Messer, ne, so eine Singer können wir immer nicht verwenden. Oder vielleicht können wir es doch verwenden. Gucken wir mal. Ja? Oh, vielleicht muss ich erstmal aufschneiden. Irgendwas aufschneiden. Ne? Hallo? Ja. So, haben wir was. Was ist das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Nö. Ne? Kann man nicht benutzen. Kann ich irgendwas machen sonst hier? Ich habe eine hohle Nadel. Ich habe einen Handbohrer. Ich kann hier einen Schädel einschlagen. Ich weiß auch nicht, was der Sinn sein soll, aber das kann ich machen. Okay, ich höre Geräusche. Raus. Das ist strange. War ja Wassergeplätscher gerade, ne? Was war denn so ein Clipping-Item, also was ich gerade geworfen habe, dass das irgendwo festhing runtergefallen. Das Seil da oben bewegt sich auch. Okay, wollen wir stehen geblieben? Ich wollte mal gucken, ob wir hier irgendwas verwenden. Nein, wie geil! Was meinen jetzt? Der Handbohrer wurde beschädigt und kann nicht mehr verwendet werden. Behälter. Scheiße, was meine ich? Nein! Ja, mehr habe ich nicht. Etwas fehlt. Okay, gut. Mal 22. Achso, zumindest. Ach, Kacke. Schöner Strahl, ne? Okay, guys. Alright. Wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen. Wir müssen Sachen finden. Und da sind wir gekommen. Dann geht's hier weiter. Gibt's irgendwas? Hier, das ist ein schönes Versteck. Falls irgendwas sein sollte, erinnert mich dran, dass ich da zurückrenne.
She's dead. Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Na, ja, ich brauche irgendwas zum Raufstehen. Oh, ey. 3 days now. This is ridiculous. Why doesn't someone come to this room? Hey! Anybody! Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I'll wake from this nightmare. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Ey, hier ist aber auch nichts, ne? Kacke! Irgendwas brauche ich doch. Hier ist nichts. Was ist das? Ein Schraubenzieher? Ein Schraubendreher, Entschuldigung. Zieht ja meistens keine Schrauben. Ah, komm schon. Oh, das muss doch hier sein. Was ist das? Also, krass. Okay, Daniel kriegt gerade wieder einen Trip. Okay, alles ist dunkler als sonst. Boah, richtig dunkel. Das hat keinen Sinn. Was brauche ich denn jetzt? Irgendwo muss ich übersehen haben. Aber so sehe ich eh nichts. Boah, dass der immer hier hängen bleibt auf seine Scheißdrohung. Ach Mann. Ja, blutet immer noch vor sich hin. Ey, es ist nervig, Mann. Ey, muss es doch irgendwas geben. Der Glasbehälter geht nicht. Vielleicht muss ich ihn doch nochmal hinlegen, den Glasbehälter. Ziehen ist nicht gut. Ja, vielleicht doch nochmal mit dem Behälter probieren. Ich verstehe nicht, warum ist denn jetzt die Optik so verschwommen? Warum geht mir gerade so ab wegen den ganzen Leichen wahrscheinlich? Ach, dann kippt er einmal um und dann ist wieder alles gut wahrscheinlich. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Ich möchte es aber. Seit wann kann man einen Glasbehälter nicht nutzen, um Blut aufzufangen? Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwie fängt irgendwo in der Zukunft an. Nee, jetzt wollen sie andersrum, ne? Scheiße, wird aus Matt gemacht. Mann, das ist jetzt nervig mit diesem scheiß Verschwischeffekt hier. Liegt hier im Regal irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Muss da irgendwas sein, was man aufheben kann, oder nicht? Oh, eine Vase, vielleicht sowas. Das wäre auch dumm. Also uns damit klar, das ist ja keine Vase. Was halt? Oh Mann. Das macht keinen Sinn. Steht hier irgendwas dran? Ist hier irgendwas dran? Ey, ich hab keinen Bock hier, wenn der die ganze Zeit so beschissen guckt. Noch ein Tag. So, ich hab, der dürfte inzwischen kein Blut mehr in seinem Körper haben. Von wo bin ich nochmal gekommen jetzt? So, von hier bin ich gekommen. Hier geht's in die Zisterne. Und
haben wir einen Weg. Wir haben nur zwei Wege. Das war's. Mehr ist ja nicht. Mehr. Wir sind jetzt schon wieder. Da muss ja hier irgendwas sein. Ja, ein Knochen. Knochen wird nicht weiterhelfen. Irgendwas werfen oder so? Knochen. Och, ey, das gibt's nicht. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Sowas kann ich allein nur. Oh, Daniel ist wieder normal. Sehr schön. Komm zurück, du Lapp. So. Ey, hier gibt's aber auch nichts. Was soll denn das für ein Kack? Krass. Kann man auch nichts machen, oder? Ich kann nicht irgendwas abwerfen oder so. Vielleicht muss ich das Blut in diesem Schädel auffangen. Nö. Oh, wie dumm. Naja. Gut, hat sich das auch erledigt. Oh, ist hier ein Tapete was? Es muss doch hier irgendwas geben. Ich möchte es finden, doch nie. Das gibt's nicht. Hier waren wir auch schon tausendmal. Das muss irgendwas in dem letzten Raum sein. Irgendwas in dem letzten Raum. Weil ist halt so. Irgendwas muss es da geben. So, warte mal. Irgendwann labert gerade. So, was kann es hier geben? Was gibt es hier? Was kann ich hier machen? Kann ich hier irgendwas betätigen und mich anhängen? Den Schrank kann ich auch nicht verschieben. Ich kann hier gar nichts machen. Ey, das gibt's nicht. Ich nur mal raus. Ja, wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Ich mache einfach einen Cut. Oder sehen wir uns in der nächsten Folge, sofern ihr Bock habt. Ansonsten ist es.